komm, 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 komm! Jawohl! Ja. Ja. Alter, du Kunde, gell? Freunde, willkommen zum neuen Video. Ich denke, ihr hört, es schifft wie aus Eimern, echt krank. Ausgerechnet dieses Wochenende, denn dieses Wochenende findet der IXS Downhill Cup in Ilmenau statt, also fast Heimrennen. 25 Jahre ist das Ganze dieses Jahr. Ich freue mich riesig drauf, ich bin gespannt, was abgeht. Wir haben ein paar Events, sage ich mal, oder Veranstaltungen am Start geplant. Ich bin mega gespannt drauf. Ich fahre jetzt erstmal nach Ilmenau, baue mein Pit auf mit den anderen Jungs zusammen und dann schauen wir mal, was abgeht. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Als erstes ging es los mit dem Trackwalk. Die Strecke in Ilmenau ist am Anfang dieses Jahr so ein bisschen Jumpline-lastig, also sie ist jedes Jahr so. Es beginnt gleich mit dem ganz guten Startsprung, dann einen kleinen zweiten Sprung, dann das erste große Road Gap, gleich danach das zweite Road Gap. Also in Ilmenau muss man definitiv springen können. So 30 cm weiter hierher gerutscht. Der ist aber nur 8. So wie es aussieht, ja, ich habe ein bisschen länger gemacht. Er hat eigentlich die. Das große Problem des ganzen Wochenendes war ja von vornherein schon klar, ist die Nässe. Ihr seht, es ist echt schlammig. Man musste echt aufpassen, dass man mit dem Reifen nachher später im Training nicht stecken bleibt. Geil. Alter! Alter, was haben die denn gemacht? Ja doch, was haben wir? Oh. Oh. Da oben lang fahren, ne? Ich hab... Murmelbahn! Was geht das denn? Ja, also, inside! Rappen! Hier sind wir jetzt am Holzkreuz. Das ist eine sehr technische Stelle in Ilmenau, wo viele Fahrer davor Respekt haben, weil es einfach eng ist, obwohl es keine Weite ist, die man springen muss. Das Problem danach ist der Auslauf. Man muss sofort in die Eisen gehen, damit man um die engen Kurven drumherum geht. Sie haben dann am Freitag, weil sie gemerkt haben, dass im Training das nicht alle fahren können, haben sie noch eine B-Line aufgemacht und das war auch besser so, denn es gab ein, zwei schwere Unfälle dort am Holzkreuz. So, Trackwalk beendet. Die Strecke macht echt mega Gaudi, also so sieht sie zumindest aus. Selbst mit dem Matsch, also mit dem Regen geht's. Die Strecke ist relativ trocken. Es gibt zwei, drei Stellen, die echt matschig sind, wo man aufpassen muss, dass man nicht stecken bleibt. Geht aber jetzt kurz ans Wohnmobil, Mittagessen und dann gehen die Trainingsläufe los. Und bin mal gespannt, was die Jungs dann so sagen. Ich werde Justin oder Maurice nachher nochmal die GoPro drauf tun und dann schauen wir mal, wie es wird. Justin zeigt euch jetzt mal die Strecke. Ich habe ihm meine GoPro verpasst. Leider Gottes hat er vergessen, unten wieder auf Play zu drücken, um das letzte Stück in Ilmenau aufzunehmen. Aber ich denke, wenn ihr das Video vom letzten Jahr gesehen habt, wisst ihr ja, wie Ilmenau zum Schluss aussieht. Da hat sich dieses Jahr nicht viel verändert. Jetzt.
anderen kommt. Alter, fuck. Alles gut, ist alles okay. Die ganze Strecke in Ilmenau ist ja so dieses Jahr gebaut worden, wie sie vor 25 Jahren ungefähr war, 10, 25 Jahre. Das war ja der ganze Hintergedanke, weil sie haben ja, oder sie haben an diesem Wochenende 25 Jahre gefeiert. Dann sind wir einfach zum Training gegangen, haben uns ein paar Trainingsläufe angeschaut von den ganzen Jungs und ein paar Linien abgeschaut natürlich, was die anderen so fahren, und haben unseren Jungs mal mitgeteilt, was sie fahren sollten und mal ausprobieren können. Ja. Ja, genau. Freitagabend haben wir uns dann einen lustigen Abend gemacht. Es hat ein bisschen geregnet, was aber keinen weiter gestört hat. Wir haben einfach ein bisschen Party für uns gemacht. Das gehört einfach zum Rennwochenende, wie ich finde, dazu. Wir hatten zwar einen kleinen Nachbarn, der sich darüber aufgeregt hat, warum auch immer. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Gehört Feiern zum Rennwochenende mit dazu oder sollte man strikt einfach nur an den Leistungen arbeiten? Ja, gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ja. Wie mit Feuer. Ja. Da muss es irgendwie aufhören. Du musst halt nicht runterdrücken. Ja, mach ich doch. Ja! Geil. Oh! Mein Rosthammer. Ja, außenlang, Kleiner, außenlang. Geht gleich wieder los. Ja. Okay, und jetzt der Kiesel hin. Wir keinen Abstand. Null. Ja. Sinnlos. Kann man nicht direkt von oben runter. Sinnlos. Ja. Nächster Tag, Samstag, war das Wetter etwas besser. Hat zwar vereinzelt immer mal wieder angefangen zu regnen, mal trocken zu werden, mal regnen. Ja, wir haben uns auch da wieder ein paar Trainingsläufe angeschaut und dann ging es ab in die Quali-Läufe. Los, komm, Fred! Los, Fred! Zieh durch! Komm! Hallo! Hopp! Feuer! Der Mann mit der geilsten Hose! Los, Kette! Meine! Los, achte! Komm! Jawohl! Los, treten! Treten! Los, Kleiner, gib Kette! Feuerfrei jetzt! Komm! Los, jetzt! Mach die Brust auf, jawohl! Treten! Los, du Abi, hör sie, gib Feuer!
Samstagabend war geil, muss ich ehrlich sagen, denn es gab wieder die absolute Auffahrt. Das heißt, die Fahrer können sich da anmelden, kostet nichts, ist komplett auf freiwilligen Basis und man muss mit einem gestellten Rad vom Ilmenauer Radsportverein den Zielhang in Ilmenau so weit wie möglich hochfahren. Das war echt lustig, hat mega Spaß gemacht. Man durfte am Ende sogar, wenn man stehen geblieben ist, den Zielhang, durfte man das Rad noch hochschmeißen, wenn man es geschafft hat. Und dann hat die weiteste Entfernung hat am Ende gezählt. 4, 3, 2, 1, Start! Yes, sir! Den Rest des Abends haben wir ruhig verbracht, denn dann stand schon Sonntag Trainingsläufe, 2 Stück und dann natürlich der Rennlauf. Richtig groß geworden, ja. Das ist cool, ja. Mit der Geschwindigkeit.
1,50 auf der Uhr. Gleich müsste er sich zeigen, wenn er hier vorne mitfahren will. Da ist er! Die Siegerehrung in Ilmenau ist auch immer was Besonderes. Die rasten immer total aus, was ich mega geil finde. Habe ich noch nie so auf einem anderen Rennen erlebt. Das macht echt mega Gaudi. Glückwunsch an Justin an dieser Stelle für den zweiten Platz in Ilmenau. Riesen Respekt davor, richtig geil gefahren. Dafür hat er sich auch meine Bierdusche verdient. Ich bin zurück aus Ilmenau. Es war wieder mal ein mega geiles Wochenende. Ich fahre den Camper jetzt bei mir daheim hin, mache den schön sauber und dann ist es vorbei. Wie gesagt, mega geiles Wochenende, aber auch echt anstrengend. Jetzt piept die Karre irgendwie, weil ich gerade Schrittgeschwindigkeit war. Wie gesagt, sorry durchs Piepen. Mega geiles Wochenende, hat mich wieder mega gefreut, die ganzen Typen zu sehen. 25 Jahre, war richtiger Abriss, hat mega viel Spaß gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, like und abo nicht vergessen, würde ich mich riesig drüber freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis dann.